Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 6, The Dark Angel. Wir machen hier immer noch weiter. Ich habe allerdings eine Sache, die ich ja mehr oder minder gerade mal ganz kurz abändern muss. Und zwar sammle ich jetzt nur hier kurz gerade mal den Kram ein, weil mir ist das Spiel einmal kurz abgestürzt und ja, ich habe natürlich wieder nicht gespeichert gehabt, ne? Man kennt ihn, den Klassiker. So. Jetzt sammeln wir wieder den Kram ein. Gesundheit. 3 und 4. Jetzt speichere ich mal ganz kurz diesen Stand. Und ja. Jetzt geht es wieder nach oben natürlich. Okay, das war zu früh. Da hätte ich zwei Sprossen mehr mitnehmen müssen noch. Gottes Willen. Schätze ich die Höhe schon wieder falsch ein und schon schwuppt die so an woanders hin. So. So geht das doch. Und Scheibenkleister. Ah, ich habe vergessen, nach oben zu speichern. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Okay, ihr merkt schon, ich bin etwas verplant und das ist auch nicht so schlimm, aber es ist natürlich grandioserweise auch nicht gerade praktisch. Ne?
So. Jetzt speichern wir nochmal. Ganz gut, dass wir auch einen neuen Speicherpunkt nehmen. Okay. Wir warten noch mal lieber. Sicher ist sicher. Und Ali hopp. Ah, gut. Und ich hatte halt recht auch mit meiner kleinen Vermutung. Das hier ist eine Leiter. Nein. Mach doch nicht den hier. Genau. Heieiei. So. Jetzt gehen wir bis zu der Kante ran. Hüpfen hier rüber. Und gehen jetzt bis zu der Kante ran. Ich speichere. Weil wegen wichtig. Und wir sind an der richtigen Stelle. Moment, Moment. Wir können doch hochgehen, weil mir ist gerade eingefallen, gegenüber ist ja die Brücke eh zu. Das heißt, wir müssen so oder so hier oben längs. Okay, da ist jetzt nichts zu holen. Ah ja, moin. Kletterspaß. Freue mich. Nichts. Was? Bin doch kein Schwarzseher. Das war genauso geplant, Leute. Wie einer wagt es jetzt zu sagen, ich wäre ungeduldig. Wir klettern einfach so ein bisschen weiter.
so. Klar, jetzt ist sie auf einmal stark genug, ne, Leute, das merkt euch mal. Papieren tue ich eh nicht. Jetzt kommt der Witz, jetzt ist auf einmal da was drinne gleich. Ach so, sie muss eintreten, okay. Deswegen was von wegen nicht stark genug. Ach, Moment. Okay, ich ahne schon, in welchen das sein wird. Er sieht nämlich ziemlich auffällig aus, da dieser. Ja, etwas rostige. Das sieht sehr auffällig aus. Und das funktioniert tatsächlich, was ich gerade ausprobiert habe. Na dann. Okay. Gut, wir haben jetzt was gefunden. Irgendwie eine Art Zigarettenschatulle, nenne ich es mal. So. Habe ich mich gerade erschrocken, als der hinter der Tür stand. Aber ich wusste ja, dass da was sein wird. Einfach vom Gedanken her, dass das nicht so einfach uns gehen lassen wird. Okay. Speichere ich aus Sicherheitsgründen? Ja. Gut. Ich gehe mal von aus, dass wir einfach jetzt hier runter können, werden können. Oder so ähnlich. Okay, wenn man sich halt hängen lässt, dann, ne, hat man auch einen gewissen Höhenunterschied natürlich. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich hier rauskomme. Na, das ist doch was. Na gut. Da haben wir das aber geschafft. Und Leute, ich sage euch jetzt schon, es wird nach wie vor kein 100% Let's Play, sondern grandioserweise einfach nur Story-LP. Ne? Warum? Erstens, weil es dafür echt zu happig schwer ist für mich selber,
auf die Steuerung klar zu kommen. Schande über mein Haupt natürlich. Und zum anderen, weil, naja, ihr seht ja, es echt eine Menge zu tun gibt. So. Fünfzehn, 32, 8. Na denn. Aber zuvor noch, bevor wir das machen, will ich nochmal mein Glück versuchen und mit dem Herrn im Park reden. Wie ist er jetzt inzwischen gesprächiger? Man weiß ja nie, ne? Okay, er ist nicht gesprächiger. Gut. Dann würde ich sagen, ab zur Tür. Okay. Wir speichern mal wieder nach längerer Zeit. Oh, immer noch Pariser Ghetto quasi. Sandacker, ja. Dann speichern wir hier lieber nochmal. Und der Ort heißt Sant'Ecri Friedhof. Na dann, würde ich sagen, ist das ja sehr beruhigend. Ich will halt nicht gierig erscheinen, aber ich brauche halt die Sachen.
Freue mich, also wir sind ja so reingekommen wahrscheinlich. Dann müsste das ja hier. Nee, hä? Wo sollen wir denn längs? Hallo? Ich möchte mich gerade grandioserweise veralbern. Ja, gut. So. So. Dann speichern wir hier tatsächlich auch noch mal. Ihr seht, es sind schon 2 Tage vergangen. Auch einfach, weil ich halt natürlich eine Pause gemacht hatte, ne? Das ist halt auch immer wieder ganz lustig. Na also. Sag mal, was willst du mir denn erzählen? Bitte ja. Hallo? Hallo? Bitte laden, ja. Okay. Puh. So. Dann da speichern. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich weiterkommen. Na, grandios. Warum dem Spieler es auch einfach machen, wenn man es ihnen schwer machen kann, ne? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich feste Kameras manchmal hassen könnte? Naja.
Ich bleib mal hier drauf. Es kann sich ja noch als nützlich erweisen, vielleicht. Oder? Vielleicht auch nicht. Na gut. Oh doch, es kann sich als nützlich erweisen, weil dann die Hunde einen nicht am in Popo beißen. Boxe ich gerade gegen den Hund? Ich glaube, ich verliere aber den Kampf gleich. Oder nicht. Oder auch nicht. Meine ich. Weil ich da nur sagen kann, wieder mal mehr Glück als Verstand. Wir speichern deswegen. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann definitiv weiter. Ich muss mal gucken, was im nächsten Part auf uns zukommt. Das wird noch lustig. Und ich würde sagen, von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein und ciao. Tschüss.